Genau, Drehzahl geht jetzt hoch. Jetzt warten wir auf die rote Startampel, da ist sie. Vorhin wurde sehr schnell gestartet, jetzt wieder ähnlich schnell. Und wer kommt wie weg? Alsen kommt sehr gut weg. Ja, das ist aber noch... Oh, das wird aber jetzt eng. Der Larini und auch der Abt auch noch. Mein Gott, Kinder seid ihr. Ja, denn bescheuert. Ja, aber die haben Glück, die haben alle Sahne, die Autos laufen. Und da gibt es auch immer noch wieder drauf auf die Seitenpartie von dem Christian Abt. Das ist natürlich ganz genau Achtung, der Fall, Achtung, wenn Achtung, der zurückkommt jetzt. Der kommt da. Und da ist das North Auto Team 1:1 dann komplett draußen. Da stehen die Herrschaften Giovanardi und Larini. Herzlich willkommen zur Diskussion und gleich zum Anmelden beim Teamchef. Resultiert alles aus den hitzblütigen Aktionen beim Einbiegen unten in die erste Ecke. Hätte man anders machen können. Abt raucht nämlich jetzt noch. Ist immerhin der Meisterschaftsführende und die anderen fahren nur ein einziges Mal. Tut mir leid, so sehe ich die Nummer, oder? Widerspruch? Ja, absolut. Also da haben sie ja die Richtigen getroffen, da waren sie alle beieinander. Und naja gut, jetzt nehmen wir mal unsere persönliche Dramatik raus, zu sagen, oh, die Meisterschaftspunkte, und muss es denn sein? Schön für den Zuschauer, ist doch interessant. Also interessant ist es sicherlich allemal. Wir schauen uns das Interessante jetzt auch nochmal an, obwohl das ja schon ein bisschen weiter vorne begann. Also Larini kam ins Rutschen. Giovanardi musste dann auch ein bisschen nach außen und dann war eigentlich 50 Meter vor dem Anprall schon absehbar, was passieren würde, weil da fängt kein Rennfahrer dieser Erde auf der Wiese sein Auto ein. Helm ab zum Gebet für Herrn Larini. Giovanardi kommt noch mit havariertem Auto wahrscheinlich zurück zu seiner Mannschaft, aber da wird auch nicht mehr allzu viel gehen. Wo hat sich eigentlich der Christian Abt dann zumindest noch retten können? Zweiter Platz müsste das sein, ne? Ganz